keep my hands to myself. Hallo ihr Lieben, ihr seid schon da. Ich bin noch nicht fertig, aber kommt schon mal rein. Vom ATV-Starlet zur Modedesignerin. Die Zeiten, in denen die damals 16-Jährige wirklich alles vor der Kamera zeigte, sind vorbei. Heute lebt die 23-Jährige Tara im Ausland und startet von England aus ihre erste Modekollektion bei Serena. Ich wollte ja schon immer Designerin werden. Ich war ja früher auch mal auf der Modeschule. Und ich habe jetzt viele Jahre lang überlegt und geplant, habe schon Bikinis entworfen und habe mich jetzt aber doch entschieden, dass ich gleich mit Kleidern anfange. Mich fragen natürlich viele Mädels immer, wo ich meine Sachen her habe und dass sie meine Sachen so toll finden. Und von meinen Fans habe ich schon oft den Zuspruch bekommen, dass ich meine eigene Kollektion machen sollte. Dann hatte ich auch als junges Mädchen auch schon den Wunsch, deswegen war ich ja in der Modeschule. Natürlich möchte ich auch nicht ewig jetzt nur das ATV-Gesicht sein, sondern ich will ja auch was machen und nicht später mal wieder im Supermarkt arbeiten müssen. Und gerade auf Instagram so sieht man ja jetzt so viele Businessfrauen, so erfolgreich, und die haben alle ihr eigenes Ding, und dachte ich, das kann ich ja natürlich auch. Designerin und Model. Tara setzt auch für die Bewerbung auf ihre eigenen optischen Qualitäten. Erfahrung gesammelt hat die 23-Jährige als Dessous- und Bikini-Model bereits in L.A. und London. Wie kritisch bist denn du mit dir als Model? Weil wenn man jetzt als Designerin ein Model hat, dann kann man ja gut herumkriteln. Man ist ja nicht selber betroffen, aber jetzt musst du ja selber dir kritisch gegenüberstehen. Ich bin ja grundsätzlich immer kritisch mit meinen Fotos, vor allem weil ja bei mir noch 10-mal genauer hingesehen wird, also den Fans entgeht nichts. Ich habe zum Beispiel auch einen Waist-Trainer getragen bei manchen Fotos, einfach dass die Taille schon schmaler ist. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass ich als Model schon durchgehe. Halt jetzt nicht so ein mega großes, schlankes, aber ich habe halt Kurven und genau das ist, ich bin halt eine normale Frau. So ein Aberglaube ist irgendwie, dass die Sache mit dem großen Ausschnitt jetzt zum Beispiel nur eine Frau wie ich tragen kann, was ja gar nicht stimmt. Wenn man jetzt auf Instagram sieht, gerade Frauen mit kleinen Busen, sieht so ein mega Ausschnitt viel besser aus, weil es einfach nicht so Porno aussieht. An mir sieht es gleich so, boah, jeder startet gleich so. Bei einer Frau mit kleinen Brüsten sieht es einfach schön und ästhetisch aus. Ich erinnere mich noch, da hatten wir ein Interview in einem Kino und da hattest du einen bombastischen Overall an. Jeder bei dieser Kinopremiere hat dich angesehen und der war damals schon selbst genäht. Ich habe oft und lange halt Kleider nur für mich genäht oder halt für enge Freunde. Zum Beispiel den Overall habe ich auch für Freunde genäht. Der wird vielleicht auch bald mal in die Kollektion kommen. Nur am Anfang wollte ich mal so eine Special Edition machen, was wirklich ausgefallen ist für Weihnachten und Silvester. Und dann kommt die Sommerkollektion und dann kommen auch mehr normale Stücke, auch was Billigeres, was noch Teures, was noch Exklusiver. Also ganze Bandbreite. Ja. Aus der Leidenschaft macht das TV-Sternchen jetzt eben einen Beruf. Für das Shooting mit Fotograf Tom Fuchs flog sie extra in ihre alte Heimat nach Wien. Mit im Gepäck ihre Lieblingsteile. Ein rotes Kleid mit ganz großen puffigen Rock und hochgeschlossenen Ärmeln und Kragen. Das ist ganz elegant, so richtig weihnachtlich. Für Firmenweihnachtsfeier oder irgendein Event oder auch am Weihnachtsabend finde ich das wirklich perfekt. Also ich würde es am liebsten jeden Tag anziehen. Ich persönlich habe mich schon sehr verändert. Ich glaube, ich ziehe mich jetzt viel stilbewusster an, viel eleganter, viel exklusiver halt und so. Das widerspiegelt sich halt auch in meiner Kleidung, in meiner Kollektion. Das ist sehr elegant, ist auffallend, aber schön. Du pendelst zwischen L.A., zwischen London, aber auch Wien, um deine Familie noch ab und zu sehen. Hat dich dieses Reisen und dieses lange Leben im Ausland noch ein bisschen erwachsener gemacht? Das Ausland hat mich auf jeden Fall erwachsener gemacht. Wien ist super schön, je mehr ich reise, schätze ich auch Wien. Aber es ist halt einfach nicht so weltgewandt, nicht so offen, nicht so. Hier gibt es halt einfach nicht so viel wie im Rest der Welt. Also das Reisen, da siehst du halt viel mehr, hast viel mehr Möglichkeiten. Jetzt in Österreich, welches normale Mädchen in meinem Alter denkt dran, dass sie ihre eigene Modekollektion macht oder irgendwas. Das gibt es hier einfach nicht. Du bist ja seit fast über einem Jahr vergeben. Wie sieht dein Partner denn so die ersten Schritte in die Modebranche? Ja, also er hat mich da schon sehr unterstützt und natürlich auch bei den Outfits mir dann gesagt, was ihm gefällt und was ihm nicht gefällt. Und er mag meinen Geschmack sehr, er mag ja auch so, was ich immer anziehe. Also er war sehr begeistert von allem. Er steht da voll und ganz hinter mir und tut auch vor seinen Freunden immer angeben. Wirklich? Was sagt er denn da? Ja, dass ich so erfolgreich bin, das alles so toll mache und halt, dass ich besser bin als von denen, die Freundinnen. Da war sie wieder, die schelmische, sehr selbstbewusste Tara, wie wir sie kennen. Nur das Image billig hat sie ausnahmslos abgelegt. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihre Designs.
ich würde jetzt nichts verkaufen, was ich nicht selber dahinter stehe. Das ist für mich ganz wichtig. Da hat er noch so ein bisschen dazwischen geredet und meinte so, na, das muss ja nicht so toll sein. Ich sagte, nein, ich verkaufe nichts, was ich nicht selber kaufen würde und was ich auch nicht selber genauso viel dafür zahlen würde. Mhm. Also ich will jetzt nicht irgendeine schlechte Qualität anbieten oder so. Also ich habe bei den Samples, bei allen habe ich was geändert, zum Beispiel doppellagigen Stoff, wo sie mir nur einen einlagigen geschickt haben und so. Und da noch die Beine so ein paar Zentimeter länger. Und also es ist mir schon sehr wichtig, dass das auch echt was Gutes ist. I mean I could, but why would I want to?